Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind immer noch in der Vault 81, und zwar in der geheimen Vault 81. Finde ich extrem geil, wie diese Quest hier anbahnt. Oder halt, wie sie sich weitergibt. Wir haben mal ein bisschen das Inventar aussortiert, weil wir hatten so viel Schund dabei. Ich sollte nochmal speichern. Aber sowas wie Aluminium und so lasse ich nicht liegen. Da werde ich alles andere wegschmeißen, aber nicht das Aluminium. Okay. Seltene Sachen halt, ne? Seltene Sachen. Oh, sowas wie Mikroskop, aber das wiegt so viel, aber es bringt so viel Geld, Scheiß. Das nach Gewicht sortiert. Das heißt, jetzt können wir aussortieren, was wir noch loswerden können. Ja, den Kleber auf gar keinen Fall. Die können wir loswerden. Öl brauchen wir. Glas und Kupfer brauchen wir auf jeden Fall. Leder. Leder brauchen wir nicht unbedingt. Leder brauchen wir nicht unbedingt. Glas brauchen wir nicht. Und die wiegende Menge. Da putzt gerade an die Fenster, das ist super. Keramik brauchen wir nicht unbedingt. Ich wüsste nicht, wofür wir es genau brauchen. Wahrscheinlich erst später. Ja, nee, Aluminium, die Trinkgläser können weg. Vakuumröhren, Kupfer und Glas, super, Kupfer. Stahl. Aber den Stahl behalte ich. Ja, behalte ich. Ja, es wird langsam dünn. Wir können nicht mehr viel aussortieren. Was haben wir denn hier? Knochenfasern. Sicheres Zugriffsterminal. Aha. Passwort erforderlich. Exposure, ein Treffer. Okay. Könntet ihr am Ende sein, zum Beispiel bei Portable. Nein, es ist kein E am Ende, okay. Dann ist es das E am Anfang, wahrscheinlich, möglicherweise. Wenn es noch eins gibt damit. Es gibt keins mehr mit E am Anfang, wirklich. Könnte es auch sowas wie Obsessed sein. Ja, Obsessed sind es zwei. Aber das wird nichts mehr, Leute, glaube ich. Also ich krieg doch Versuche zurückgesetzt, sehr gut. Also Obsessed hatten wir zwei. Was passt da am besten mit rein? Obsessed. Das ID könnte es sein. Aber das passt am Anfang nicht. Das hier ist wirklich schwerer, das merkt man auch. Ferocity passt überhaupt nicht mit Obsessed zusammen. Gar nicht. Breathed passt auch nicht. Wirklich. Nee, sieht nicht so aus. Pristine könnte es sein. Nee, Pristine passt gar nicht. Ich guck mal nach ein paar Klammern, dass wir ein paar loswerden. Und nur für den Fall, dass wir noch einen bekommen, sollte ich vielleicht noch mal einen ausprobieren. Noch ein Falscheintrag weg. Hier ist jeder Falscheintrag sehr nützlich, den wir wegbekommen. Hätte ich vielleicht vorher schon machen sollen. Gerade bei den Schweren. Oh, das macht richtig Spaß hier, das ist Minispiel, ne? Ich fand das immer schon gut. Aber jetzt gerade macht es noch viel mehr Spaß. Hier ist noch was. Assigned, maybe? Assigned könnte sogar sein. Nee, ist es nicht. Zwei Treffer. Immerhin zwei Treffer. Das sagt schon mal, dass wir ganz gut dabei sind auch. Assigned und Obsessed. Okay. Ach so, kann ja auch. Ja doch, das dritte S. Salvaged. Passt gar nicht. Defeated. Maybe. Könnte. Vielleicht sind es einfach die zwei E gewesen, die wir immer getroffen haben. Wirklich? Nö, dann weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, Leute. Okay, machen wir nochmal. Richtig krass. Jetzt ist es wieder näher dran, ne? So, du hast nicht hinbekommen, dann... Shutting. Nichts. Wow, okay. Strength? Auch nichts. Contests. Ich glaube nicht... Bei allen drei nichts wirklich übereinstimmt. Oh Gott. Ja, das hier wird ja was, ne? Versuche zurückgesetzt. Dann versuchen wir es nochmal mit, I don't know. Merchant. Auch nicht. Das heißt, alles mit M am Anfang geht auch nicht. Traveled? Traveled hat drei. Wenn wir es jetzt also richtig treffen, irgendwas mit ID scheint es zu sein. Suburban, Supplied. Supplied könnte es vielleicht sein. Nee, keine drei übereinstimmende mit Traveled. Doch, das... Nee, das L... Nein, das L ist eins zu weit links.
Imagined vielleicht. Ja, das könnte sein. Bin durch. Ha, sehr gut. Sicherer Zugriff, Türfernsteuerung, ne? Das machen wir später. Wenn ich die Tür knacken kann, warum sollte ich? Ah, okay, wir brauchen's. Dann gucken wir rein. Tür öffnen. Dankeschön. Hier geht's hoch zum Aufseher, zu dem Aufseher der geheimen Vault. Ah, da gehen wir später hin. Da kriegen wir auch was Heilmittel, warum soll ich da jetzt schon hin? Ich will den Rest hier auch noch sehen. Unten haben wir ja schon untersucht. Oh Gott, hier kommen wieder Viecher, oder? Ich sehe es kommen. Dass hier gleich der Punk abgeht. Aber so, oh Gott, was zur Hölle? Ihr habt Brutfutter? Wow! Wir haben hier die Brutmudi? Was zur Hölle wollt ihr mit der Brutmudi anstellen? Und die töte es. Oh Gott, mich hat irgendwas richtig, richtig erledigt. Ich brauche irgendwie ein bisschen Stimpack. Schieß ihr in den Arsch, der ollen Brutmutter. Komm schon, triffst du immer, Mädchen. 95% immerhin. Ah, seht ihr, wenn man die oft genug trifft, dann werden sie auch zurückgeschleudert. Ach, du Miststück, ist auch noch eine Brutmutti. Alter. Okay, Brutmutti ist tot. Dann sollte jetzt erstmal Ruhe sein, oder? Oh nein. Ha, im Sprung. Das hätte ich mich sonst nicht geschafft, Leute. Das kann ich euch sagen. Oder nur mit sehr viel Glück. So, was haben wir hier? Maulwurfsrate, Wortlabor. Okay. Krass. Ja, die Brutmutti untersuchen wir auch noch. Heftig, Leute, was hier alles rum ist. Ich hätte die vielleicht besser mit dem Scharfschützengewehr abschießen sollen, aber... Fusionszellen, sehr schön. Gold, ja. Gefängnislumpen. Warum hatten sie hier ein Gefängnis... Oh, die haben hier... Natürlich, die haben hier an denen die Viren getestet. Richtig ekelhaft, Leute. Moment, das war eine normale Wolfsratte. Wo ist denn Brutmutti hin? Da ist die Brutmutti wahrscheinlich. Boah, Leute, wie dreckig die doch alle sind, ne? Wie unglaublich dreckig muss man sein, um an seinen eigenen Leuten das zu testen. Ich meine, hey, super Testmethode, also beziehungsweise, ne, kann man perfekt testen an denen, aber das könnt ihr doch nicht machen. Also das Testmethode, zu super experimentelles Environment, so eine Vault, ich meine, abgeschlossen von der Außenwelt, kontrollierbare Umstände und so. Vielleicht haben sie sich einfach umgebracht, nachdem sie gemerkt haben, dass die alle die... dass sie die Tür jetzt geöffnet haben und das ganze Experiment damit hinüber ist. Ah, wirklich? Weg damit. Ich will das Blutpaket haben. Blutpaket ist nämlich enorm nützlich. Voltec-Passwort. Wie alles eingestürzt ist, ne? Dieses Terminal ist mit firmeninterner Voltec-Technologie ausgestattet und ermöglicht die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen Terminals. Lesen Sie sich vor Gebrauch das Benutzerhandbuch durch. Fehler. Communication active equals zero, okay? Oder equals null sogar. O. Olivette und K. Collins. Aha. Test 1, 2, 3. Test, Test. Dr. Olivette, kannst du mich hören? Ja, Kenneth. Ist bei euch alles in Ordnung? Heute ist nur ein weiterer Übungstag. Richtig, Aufseher? Das stimmt. Gott sei Dank. Wo sind denn alle? Aufseher, wir sind hier drüben nur zu dritt. Was ist da los? Olivette, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin. Hier geht es drunter und drüber. Nur zu dritt? Jim Flint, der kleine Burrow und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Voltec hätte genügend Warnung erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein. Aha, interessant. Phase 1 Versuch. Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt, haben uns aber auf Antibiotika konzentriert und unsere ersten Laborversuche laufen bereits. Ich habe die Daten letzte Nacht gesehen. Sie sind vielversprechend, aber denkst du, dass es schon soweit ist? Die Versuche haben gerade erst begonnen und das Virus, das wir testen, Ihr testet Antibiotika mit Viren? Ja, nur, dass da nichts bei rauskommt, Leute. Antibiotika wirken nicht auf Viren, die wirken auf Bakterien, weil sie die Zellwand den Zellwandaufbau hemmen. An einem bestimmten Punkt. In einem bestimmten Punkt des Zellwandaufbaus. Oh. Und das Virus, das wir testen, benötigt einige Tage Inokulation. Okay.
Also es muss erst ein bisschen sich vermehren. Aber ich bin optimistisch, dass wir im Laufe der Woche positive Ergebnisse haben werden. Nicht mit Antibiotika, Leute, gegen Viren. Ihr Narren. Okay, haltet mich auf dem Laufenden und beginnt nicht mit den Versuchen von Phase 2. Also Narren, sorry, Leute, aber wenn man hier meint, das sind Wissenschaftler und Mediziner und sowas, dann also, ist das echt unverständlich. Bis ich mir die neuen Daten angesehen habe. Natürlich, einen schönen Nachmittag noch, Aufseher. Das erinnert mich ein bisschen an Soma, wo von einem Kometen die Rede war, wo eigentlich nur ein Asteroid wirklich was machen könnte. Aber naja, egal, das ist unwichtig. Vielleicht irre ich mich ja auch. Problem mit der Lebensmittelpresse. Also bei den Antibiotika definitiv nicht, aber beim Asteroiden. Ich bin kein Physiker. Aufseher oder Astrologe, Astronom. Aufseher, hast du kurz Zeit? Dieses System überträgt nicht in Echtzeit, Burrow. Hoffentlich hast du nicht den ganzen Morgen auf eine Antwort gewartet. Entschuldige bitte, Aufseher. Ich wollte dich über ein Problem mit unserer Lebensmittelpresse informieren. Okay, ich sehe schon, was los ist. Scheint eine Verstopfung im Proteintank zu sein. Kannst du das Problem nicht von eurer Seite aus beheben? Nein, Aufseher. Hardware-Probleme im Wohnbereich müssen von dort aus gelöst werden. Wir kommen nicht an die Tanks und Düsen heran, um sie zu reparieren. Okay, Burrow, ich schicke sofort jemanden von der Wartung hin. Halte dich bereit. Collins soll mich in 10 Minuten kontaktieren, wenn es nach wie vor Probleme gibt, okay? Danke, Aufseher, ich werde sofort nachsehen. Phase 2 Versuch. Gute Neuigkeiten, Dr. Oliviette. Wir haben unsere Formel entsprechend der Testergebnisse aus Phase 1 angepasst und denke, wir sind bereit für Phase 2. Wie geht es den Morbus-Ratten? Sehr gut. Die Exemplare, die Voltec zur Verfügung gestellt hat, sind erstaunlich robust. Flint hat einige Strahlungstests mit ihnen durchgeführt. Steht das in den Protokollen? Technisch gesehen nicht, aber uns ist etwas Seltsames an dem für sie vorgesehenen Futter aufgefallen. Burrow war 1 oder 2 Tage lang richtig krank. Frag lieber nicht. Flint hat sich die Sache angesehen. Die Viecher sind riesig und wir denken, dass das genetisch bedingt ist. Wurde an ihnen herumgefuscht? So etwas in der Art. Ich denke, dass Voltec einige Experimente mit ihnen durchgeführt hat. Sie sind alle ungewöhnlich groß. Einige von ihnen zeigen Biolumineszenz, hier haben wir eben gesehen. Und mindestens ein Exemplar scheint intelligenter zu sein als gewöhnlich. Hältst du sie immer noch für eine nützliche Kontrolle? Wir haben die Kolonien aufgeteilt, die außergewöhnlicheren Exemplare abgesondert und der Kontrollkolonie neue Nahrung gegeben, die auf unserer Ernährung basiert. Das ist nicht ideal, aber ich denke, das müsste gehen. Sehr schön, ich sehe mir die Daten heute Abend an und denke, dass ihr mit Phase 2 beginnen könnt. Es sei denn, ich stoße noch auf etwas Ungewöhnliches. Problem mit dem Leitungssystem. Aufseher? Ja, Burrow, was ist denn? Ich habe ein Problem bei unserem Leitungssystem festgestellt. Weißt du, ob sich bei euch jemand an den Düsen in den Wohnbereichen zu schaffen gemacht hat? Ich weiß nicht. Warum interessiert dich das Leitungssystem überhaupt? Der Phase 2 Versuch hat doch gerade erst begonnen. Ich weiß, Aufseher. Ich dachte nur, es wäre eine gute Idee, das Leitungssystem zu testen, bevor wir Phase 3 erreichen. Falls wir Phase 3 erreichen, Versuche mit Menschen dürfen nicht leichtfertig durchgeführt werden. Was für eine Art Test wolltest du überhaupt machen? Aber immerhin haben sie da ein klein bisschen Hemmung. Ich wollte nur einen Placebo-Dampf versprühen, um sicherzustellen, dass die Düsen den Nebel richtig verteilen. Die Bewohner würden nicht einmal merken, dass wir das getan haben. Das soll vermutlich so sein. Ich kümmere mich von hier aus um die Sache mit den Düsen, Burrow. Bitte benutze das Leitungssystem der Zwischenzeit nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung. Okay. Bitte antworten. Doktor, melde dich bitte. Ich weiß, was du getan hast. Und ehrlich gesagt kann ich es dir nicht übel nehmen. Phase 3 an Menschen, ohne deren Zustimmung durchführen zu wollen, ist ein Verstoß gegen ethische Richtlinien. Zumindest in der Welt, in der wir früher gelebt haben. Ich kann Burrow doch noch eine Weile lang hinhalten, aber Flint hat schon Verdacht geschöpft. Was sollen wir hier drüben denn machen? Ich kann sie nicht mehr lange belügen, ohne eine Antwort von dir zu erhalten. Verdammt, Oliviette! Du kannst doch nicht so heuchlerisch sein, dass du uns im Namen deiner persönlichen Moral hier sterben lässt. Ich kenne deine Politik, aber ich hätte nie gedacht, dass du uns einfach so im Stich lässt. Bitte denk nochmal darüber nach. Wow, okay. Hat sie die umgebracht? Ich meine, hey, besser als... Menschenversuche sind nicht schön. Ja, das war echt ein Stealth Boy. Sind eindeutig keine Option, aber... oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Ist immer noch nach Gewicht sortiert, okay. Ja, die Klemmbretter haben Federn. Das brauchen wir. Ja, das hier kann weg. Kleber und Stoff. Ja, wir brauchen Kleber. Plastik kann auch weg. Kupfer und Glas, das kann man alles gebrauchen, Leute. Das Silber wahrscheinlich auch, die normalen nicht. Blei können wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen, Plastik kann auch weg. Ja, der Stoff kann auch weg, aber die wiegen nichts, also es ist unnötig, die wegzuschmeißen. Dammit. Was soll ich jetzt noch wegwerfen, Leute? Das ist echt kacke. Ich will das gute Zeug nicht wegwerfen. Definitiv nicht, ja, der Stealth Boy ist halt eine ganz schöne Belastung. Ja, und unsere ganzen Sachen, die wir dann da rumtragen, auch. Ich glaube, wir brauchen aber ein bisschen... Ja, wir brauchen eindeutig ein bisschen was zu trinken.
Damit sind wir schon ein bisschen was losgeworden. Lassen wir das Fleisch vom Mischlingshund hier liegen. Blutpakete brauchen wir auf jeden Fall. Die sollten wir nicht einnehmen. Keine Ahnung, was ich noch wegschmeißen kann, Leute. Hier ist... Oh nein, ist es bisher nicht. Ach, ist auch egal. Ist einfach. Ist wurscht. Solange wir jetzt wieder laufen können. Und da geht das Laufen wieder hin. Ich nehme nur das Klebeband mit. Ah, oh, ich will den Aluminiumkanister mitnehmen, Leute. Ich muss. Ich brauche das. Ich brauche so einen Aluminiumkanister, Leute. Das kann doch nicht sein. Kann ich noch irgendwas wegwerfen? Ich weiß, ich bin schlimm mit dem ganzen Quatsch, aber. Nee. Leuchtpistole brauchen wir eigentlich auch nicht. Die wiegt einfach auch mal zwei. Die Molotov-Cocktails will ich nicht wegwerfen. No, no, no. No, no, no. Okay. Nein. Denn die kann ich lieber eine Maulwurfsratte ins Gesicht werfen und damit noch was Gutes tun. Kann man davon was wegtun? Die sind, wiegen nichts, Leute. Die wiegen gar nicht. Melonen haben wir noch? Nee. Es ist nach Gewicht geordnet. Das heißt, hier oben sind die weißen wiegenden Sachen. Ach, weißt du was? Die haben hier zu viel Red. Weg damit. So. Okay. Ich soll den ganzen Quatsch mal wieder wegtun. Okay, dann können wir jetzt dorthin, wo wir hin sollen, und uns die Medizin schnappen. Komm, brauch nicht mehr schleichen. Ich werde aber trotzdem nochmal dies hier tun. Ach, warte, da war noch das Passwort. Das will ich mir schon mitnehmen, das Modul. Entschuldigt. So, dann hätten wir den nämlich auch so öffnen können. Okay, wie man unbedingt an diesen Zellen vorbeigeleitet wird, ne? Das ist unglaublich. Unglaublich albern. Okay. Voltec Laborkittel, 3 Stück. Leere blaue Zylindervase, Beckenknochen. Oh, der hat die hier drin beerdigt? What? Alter, wie krass. Oh nein, ich will das Mikroskop mitnehmen. Das ist echt ein... Krass. Das hier ist ein... Wow, okay. Kann ich noch irgendwas loswerden? Oh, scheiße, Mann. Ich würde das Wasser nur verschwenden, wenn ich es jetzt weghaue, ne? Aber es bringt immerhin kein Red. Habe ich noch ein bisschen Red Eggs? Ich habe Red Eggs. Red Away, meine ich. Können wir es gleich zusammen einnehmen, dann ist gut. Ach, guck mal! Wer da rumlungert. Da müssen wir unbedingt schnell speichern. Oh, noch ein Mikroskop, Leute. Ich will mehr davon mitnehmen. Ah, das ist der Aufzug. In die geheime Vault. Really unzugänglich. Curie. Oh, von Madame Curie? Gehörst du zur Vault-Decke-Sicherheit? Ja, Madame Curie. Ich hab schon lange auf dich gewartet. Wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder... CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Diese Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Wirklich? Interessante? Wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die Brutmutti wohl. Er hatte keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber ja, seine Nachkommen laufen frei im Vault herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Vault-Tech-Sicherheit? Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ja, hat niemand gehört. Dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, wirklich? Um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Wow. Sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Krass. Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung.
Ein Voltec-Mitarbeiter. Sogar du könntest das machen. Du musst zu Voltec gehören, sonst könntest du nicht hier sein. Okay. Diese Maulwurfsratten waren also Laborratten? Aber ja, ich habe sie mit den Jahren recht lieb gewonnen. Seit 83 Jahren sind sie aber nicht mehr nützlich. Geil. Ja, ich bin autorisiert. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Ey, wenn die das Heilmittel für alles herstellen kann, was? Breitbandantibiotikum gegen alles? Da du ein Voltec-Mitarbeiter wie... Perfekt. Medizin. Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Stimpaks heilen dauerhaft 10% mehr Schaden. Cool. Gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandsheilmittel. Yay. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber ja, bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Wirklich. Vault-Heilmittel. 53% TP. Okay. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Pfeift drauf. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Du gibst mir einfach das Heilmittel? Ich habe die Pflicht, den Befehlen des Volt-Personals zu gehorchen. Auch wenn diese gegen meine Ethik-Matrix verstoßen. Aber da du mich freundlicherweise von dieser Aufgabe entbunden hast, kann ich dir das Heilmittel geben, ohne meinen vorherigen Befehl zu missachten. Und wenn du mit dem Heilmittel ein Leben rettest, ist das einfach ein glücklicher Zufall, oder? Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Ach, sie kann uns begleiten, das ist ja cool. Ja, lustig. Ja, ich nehme meistens die X-Antworten, weil die dafür sorgen, dass ich noch ein bisschen Informationen bekomme extra. Oder die Y-Sachen, meine ich. Und dann nehme ich am Ende das, was nötig ist. Ja, cool, wir haben das Heilmittel. Sie kann uns begleiten. Ja, organische Verbindung sieht nicht danach aus. Warum auch immer die Scheiben zersprungen sind. Entweder hast du hier ein bisschen randaliert, Mädchen, oder... Du laberst einfach nur Scheiße, von wegen, die haben sich zersetzt. Sie haben sich zersetzt, als ich mit meiner Klaue draufgeschlagen habe. Ist ja voll gut. Okay, Curie's Terminal. H-Klammer, nehmen wir mit. Sehr gut. Ich will das andere Mikroskop noch mitnehmen, Leute. Dieses Terminal ist nun exklusiv für Curie vorgesehen. Sowohl für Forschungszwecke als auch für persönliche Belange. Bitte respektiert ihre Privatsphäre und verwendet für eure eigene Arbeit andere Terminals. Danke, Dr. Collins. Forschung. Datum der letzten Löschung, ziemlich lang her. Fehler, defekter Speicher. Das Terminal wird nicht als Backup-Lösung für Forschungsdaten empfohlen. Bitte verwenden Sie Papierkopien. Persönlich. Einträge sind persönliche Arbeit und Eigentum von Curie. Nicht lesen. Ja, damit meine ich auch dich, Dr. Collins. Begrüßung wird initialisiert. Labor. Ich habe von Dr. Collins Befehl erhalten, einen Eintrag zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat darauf bestanden, dass dies mein Terminal ist. Ich habe wiederholt erklärt, dass Roboter laut Robco-Richtlinien kein Eigentum besitzen können, doch seine Befehle waren eindeutig und unmissverständlich. Ich werde Dr. Collins Wunsch befolgen und ein Protokoll führen, wie befohlen. Kollegen, ich habe meine Analyse und Integration der Daten abgeschlossen, um als Forschungsassistentin von Nutzen zu sein. Ich habe den Befehl erhalten, eine Beurteilung meiner Kollegen zu verfassen. Dr. Flint ist objektiv betrachtet brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als schroff bezeichnet. Aber mir fällt es leichter, Dr. Flints Befehle und Sprachmuster zu erkennen. Seine Beobachtungen sind immer sehr scharfsinnig und ich lerne von ihm sehr viel über die Arbeit mit Zellkulturen. Soweit ein Roboter lernen kann. Die Zusammenarbeit mit Monsieur Bourreau läuft sehr gut. Er hat viele niedere Aufgaben zu erledigen, für die sich meine Programmierung ausgezeichnet eignen würde. Ich mache das nicht in Französisch, Leute, weil doof. Wie beispielsweise, oder in falsch französischem Akzent, wie beispielsweise das Tragen von schwerer Laborausrüstung. Das ist seltsam, denn meine Fähigkeiten übersteigen die eines menschlichen Mannes bei weitem. Dr. Collins hat mir gesagt, dass es ein Zeichen von Respekt ist, das mir Monsieur Bourreau entgegenbringt. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Fehler bei Cache-Integrität, okay. Aufgewühlt. Ungewohnt aufgewühlt im Zustand. Er weigerte sich, nach seinem Frühstück das Zimmer zu verlassen. Dr. Collins versichert mir, dass dieser Zustand wieder vergeht und Monsieur Burrow lediglich überwältigt ist vom... irgendwas. Tod wahrscheinlich. Fehler bei Cache-Integrität, schade. Nachruf. Ich meine, das sind ja irgendwie 200 Jahre her. Dr. Burrow ist verstorben. Die Obduktion ergab, dass er an einem durch das hohe Alter verursachten Herzstillstand gestorben ist. Er ist um 5.01 Uhr, kurz nach dem Aufwachen, von uns gegangen. In Übereinstimmung mit früheren Anweisungen des Doktors wurden die Überreste in einer speziellen Urne neben Dr. Collins und Dr. Flint platziert.
Das sind wahrscheinlich die Spinte. Dr. Burrow war bei der Arbeit, die uns die anderen überlassen haben, von großer Hilfe. Mein letzter Befehl lautete, alleine an unseren Projekten weiterzuarbeiten, sodass unsere Tode nicht umsonst waren. Meine Prozessoren sind voll oft damit beschäftigt, Studien der Erreger und Viren zum Wohl der Menschheit fortzusetzen, um seinen letzten Wunsch zu würdigen. Ende der Nachrichten. Breitbandantibiotikum schützt immer noch nicht vor Viren, Leute. Warte mal, war da noch was? Ach, hier ist ja noch mehr. Oh mein Gott. War da noch mehr Persönliches? Nein. Gut, Collins Archiv. Hochfahren. Wir haben nur noch 3 Forscher, das schränkt uns stark ein. Habe mich entschieden, ein paar Modifikationen an diesem Mr. Handy vorzunehmen. Könnte recht nützlich für bestimmte Laborarbeiten sein. Seit dem Aufnahmetag ist mir alles andere als wohl. Nicht genug damit, dass die Welt untergeht. Ich mache mir zusätzlich Sorgen wegen Oliviettes Motiven. Meine verstaubten Robotikfähigkeiten auf Vordermann zu bringen, ist genau die Ablenkung, die ich brauche. Persönlichkeitsprofil. Ich werde eine Reihe individueller Persönlichkeitseinstellungen für den Roboter schreiben. Sie bekommt ein wenig von Liza. Ich hoffe wirklich, dass sie es in ihren Vault in DC geschafft hat. Okay. Und ein wenig von meiner Hochschulliebe damals in Versailles. Okay. Ich befülle ihre Datenbanken mit allen großen Werken, auf die ich hier Zugriff habe. Kant, Einstein, Born, Darwin, Curie, Faraday, Turing, Brown. Okay. Sogar Turing. Turing ist ein Wissenschaftler für AI. Sie wird viel lernen müssen. Ja, und Darwin ist klar. Evolution. Faraday sagt mir auch was. Curie natürlich. Physik. Einstein Physik. Kant. Okay, wirklich. Aufklärung. Also im Sinne von Ethik und sowas. Sie fühlt sich schon deutlich mehr wie ein Kollege im Labor, nicht wie eine Maschine. Mehr an, oder? Okay. Ich nenne sie Curie. Ich weiß. Ich war noch nie ein sonderlich subtil, ja. Therapeutisch. Curie schlägt sich hervorragend. Flint hat endlich aufgehört, mich für verrückt zu erklären, nur weil ich darauf bestehe, dass wir sie wie einen Menschen behandeln. Und ich schwöre, dass Burrow sie mit so viel Respekt behandelt, wie damals Rebecca bei der Ausbildung. Das ist wirklich herzergreifend. Was noch wichtiger und vielleicht auch überraschender ist, sie bringt ein Gefühl von Normalität ins Labor. Dank ihr bleiben wir alle ein wenig mehr auf dem Boden. Alles, was uns von der aktuellen Lage ablenkt, ist mehr als willkommen. Ich habe bisher eine Menge Anpassungen an ihrer Persönlichkeitsmatrix vorgenommen, aber nach und nach erscheint es mir falsch, sie zu manipulieren. Ich werde ihre Programmierung fürs Erste nicht mehr verändern. Mal abwarten, wie sie sich mit zunehmendem Wissen entwickelt. Ja, eben. Dauerhafte Anweisung. Habe dieses Terminal seit Jahren nicht mehr angerührt. Nicht mehr, seit ich es Curie überlassen habe. Ihre Reaktion darauf zu erleben, dass sie endlich etwas Eigenes hat, war unglaublich. Es schien mir einfach falsch, das zu verletzen. Also gehörte es seitdem wirklich nur ihr allein. Dieser letzte Eintrag ist eine Ausnahme und ich nehme an, dass sie ihn aus Gewohnheit verfasse als Mann, der es ein Leben lang gewohnt war, seine Experimente zu protokollieren. Wir haben heute Flint verloren und Burrow verbringt aktuell deutlich mehr Zeit damit, mir im Labor zu helfen, als tatsächlich selbst zu forschen. Gut, dann also meine Ergebnisse. Curie war ein erstaunlicher Erfolg. Sie überstieg meine Erwartungen an das, was ich in der Roboterprogrammierung für möglich hielt. Ihre Persönlichkeit fühlt sich so real an wie meine eigene. Ihr Interesse an wissenschaftlicher Forschung ist unersättlich und es war äußerst bewegend, mit anzusehen, welche Schwierigkeiten ihr Konzepte wie Sterblichkeit bereiteten. Sie ist wahrlich mein größtes Werk. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages mehr von der Welt sehen wird, wenn ich doch nur dabei wäre, wenn sie das erste Mal den blauen Himmel und die Schmetterlinge sieht, die sie nur aus meinen Liedern kennt. Och, wie süß. Ja, scheint sehr traurig alles zu sein. Ich meine, 200 Jahre sind eine lange Zeit und die ist alleine. Aber sie könnte uns wohl begleiten. Finde ich lustig. Ich weiß nicht, ob ich andere Begleiter mitnehmen will, ehrlich gesagt, aber es bringt eigentlich immer viel. Leute, ich mache hier einen Cut. In der nächsten Folge schauen wir uns noch dieses Terminal an und lösen die Probleme von Vault 81 hoffentlich maßgeblich. Bis dann, Leute. Tschüss.